Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, dem Chris und Stationiers auf dem Mond, ja, dem Überzieherkönig. Letzte Folge haben wir natürlich ordentlich überzogen, aber für euch ist das ja super. Ja, für euch ist das ja alles schön. So, denn ihr habt ja Spaß gehabt. So, okay. Dann geht's jetzt weiter. Und zwar hatte ich ja gesagt, ich will hier an den Tank ran. Ach so, nee, ich bin ja ein bisschen geisteskrank. Ja, ja, das bin ich wohl. Weil hier ist ja schon die... Nee, hier ist die Filtrationsseite. Ja, das ist genau das Thema. Okay, dann machen wir das anders. Machen wir hier einen kleinen Bogen. Obwohl, hier kommen wir ja mit dem Kabel durch. Das müsste ja gehen. Aber ich glaube, man kann da keinen Bogen machen dann. Das probieren wir gleich mal, ob das so ist. Aber ich glaube, es geht nicht. Ja gut, wir können nach oben oder nach unten gehen. Ja, das können wir machen. Ja, dann machen wir es so. Ist ja denn, ist zwar russisch und sieht nicht gut aus, aber ist es ausreichend. Es ist ausreichend für unsere Zwecke. So, dann haben wir hier den Pressure-Regulator, genau, so, und der pumpt das da rein. Und von hier kommt dann später noch der zweite, naja, obwohl, müssen wir den jetzt hier so exponiert ausbauen? Nee, das müssen wir eigentlich nicht. Das können wir auch hier ein bisschen reingehen mit dem Scheißrohr. Mit dem Scheißrohr. Sagt man nicht. Ich habe gestern eine News gelesen von irgendeinem Andreas irgendwas, der eine Eisenbahnplatte hatte oder hat. Und für seinen Sohn oder so hat er so ein paar Videos aufgenommen. Oder für seine Tochter, keine Ahnung. Und jetzt hat der Besitzer dieser Videos Strafanzeige gestellt, beziehungsweise eine Unterlassungserklärung mit einem Anwalt reingedrückt mit 330.000 Euro Streitwert. Ja, wo ich mir dann sage, Leute, also Urheberrecht in allen Ehren, ja, aber was soll denn dieser Scheiß? Jemand hat Material von dir verwendet, okay, ja, dann hat man ihm noch Dings vorgeworfen, er würde das Ganze gewerblich machen, weil er hier 300 Euro im Jahr bei YouTube damit verdient hat, mit irgendwelchen Videos, ja. Und jetzt wird da jemand komplett zerstört mit 330.000 Euro Lizenzgebühren von irgendwelchen Eisenbahnvideos, von irgendwelchen Miniatureisenbahnen oder was weiß ich von wem. Also ich würde schon echt gerne mal wissen, wer da der Kläger ist, ja. Also was für ein muss man eigentlich sein, ja. Ich meine, Urheberrecht in allen Ehren, ohne Frage, ja. Es ist, ich habe da Rechte drauf und lalala, ich verstehe das alles. Aber muss man einen Familienvater mit so einer 8-jährigen Tochter so kaputt machen, dass man den 330.000 Euro an den Arsch hängt? Strafe? Also das ist doch nicht, dass sowas überhaupt rechtens ist, ja. Das verstehe ich nicht. Also das, wie gesagt, Urheberrecht in allen Ehren, aber Lizenzgebühren. Er hat ein Video gemacht von seiner Eisenbahnplatte und er hatte aber keine Videos oder keine, ja, kein Videomaterial aus dem Cockpit einer Lok. So habe ich das rausgehört, ja. Und hat also so Videosachen genommen und hat dann quasi das zusammengeschnitten so und alle haben sich gefreut und alle fanden es toll und es ist ja auch schön gewesen wahrscheinlich, ja. Und jetzt verklagt ihn derjenige, der diese Eisenbahn Videos da gemacht hat oder so. Auf 330.000 Euro Lizenz und Schadensersatz und Unterlassung und alles. Also ernsthaft, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was soll das bitte? Ja, da kann man noch mit denen reden, kann sagen, pass auf, du hast mein Material verwendet, gib mir 5.000 Euro und dann ist gut. Die hätte der Typ vielleicht noch aufgebracht. Aber 330.000 Euro? Also, ich weiß nicht, wo wir leben, Alter. Also, der hängt sich am nächsten Baum, Leute. Das ist das Problem. Das wirst du doch dein ganzes Leben nicht abzahlen können. Also,
keine Ahnung, da bin ich ein bisschen platt. Da bin ich echt ein bisschen platt. Lösch die Videos, gib mir 5000 Euro Unterlassung und dann ist gut. Aber nein, 330.000 Euro. Also der Typ, der diese Eisenbahnvideos hochgeladen hat, der reibt sich gerade die Hände. Und das finde ich total ekelhaft. Wie gesagt, Urheberrecht in allen Ehren, ja? Brauchen wir nicht drüber reden. Hat natürlich Vorrang, aber dafür einen Menschen zerstören, nur aus Geldgier, da kann man doch sagen, als Besitzer dieser Eisenbahnvideos kann sagen, pass auf, tut mir leid, oder beziehungsweise du entschuldigst dich und löscht die Videos und wir hätten vorher drüber sprechen können, man kann doch miteinander reden. Stattdessen gibt es eine anwaltliche Anweisung über 300.000 Euro. Also da frage ich mich wirklich, was mit dem Menschen nicht in Ordnung ist. Das ist wirklich. Also wenn ihr irgendwelchen Content von mir verwendet, ja, ohne mich zu fragen, dann können wir auch miteinander reden. Das ist nicht das Problem. Ja, die Leute, die das gemacht haben, haben mich alle angesprochen. Da haben gesagt, hier Chrissy, können wir, Chrissy, dürfen wir, lalala. Und ich habe ihn schriftlich zugesichert, ja, dürft ihr, Ende. Keinerlei Gelder sind geflossen, gar nichts. Ja, logisch. Und da habe ich ja gar kein Problem mit. Wo muss man denn so unmenschlich sein und jemanden 330.000 Euro anwaltlich auf den Hals schicken? Also wo ich das vorhin gelesen habe, da muss ich mir erstmal kurz hinsetzen und schlucken und überlegen, was eigentlich in unserer Welt kaputt ist, ey. Wie gesagt, Urheberrecht, bla bla bla, ja. Aber ich werde doch nicht, jemand macht ein Reaction auf mein Video, ohne mich zu fragen. Reaction fällt ja so in so einen Bereich, was man so machen darf. Jemand benutzt meine Videos, ohne mich zu fragen. Bla bla bla. Machen die Leute ja auch. Habe ich ja auch schon rausgefunden. Haben die Leute ja auch schon entsprechende Briefe bekommen. Aber da redet man dann drüber und sagt, ey, unterlass das bitte, lösch das bitte und dann ist die Sache für mich gegessen. Ja, aber da jetzt 300.000 Euro rauszuschlagen aus einem Familienvater mit einer 8-jährigen Tochter, der im Monat noch 200 Euro zum Leben hat nach all seinen Abzügen. Da muss man schon echt sein, um sowas durchzuziehen. Klar, der Anwalt freut sich, ja, weil der kriegt ja Prozente, der freut sich, der drückt das durch. Das ist klar, aber so menschlich ist das nicht mehr. Also ernsthaft. Urheberrecht. Ich lach mich kaputt, ey. Jeden Tag werden Milliarden Dollar verbrannt durch Piraterie und jetzt wird gerade eine Familie zerstört, ja, weil einer den Hals nicht voll kriegt. Naja, egal. Ist ja, tut ja nichts zur Sache. So, was wollten wir tun? Wir wollten Kabel machen, wollten wir, genau, weil Chrissy hat keine Kabel mehr. Und was wir auch noch machen, wir bauen noch eine Batterie, eine große. Genau, wir bauen noch eine Batterie, so eine bauen wir noch. Ja, oh, Gold und Stahl, ja, das ist wieder hier drin wahrscheinlich. Ja, für die Batterie brauchen wir doch auch wieder irgendwas, um die aufzubauen. Aber das machen wir dann draußen. Oder wir können ja mal gucken. Ach, die heißt ja nicht mehr so. Station Batterie heißt sie jetzt. 4 Iron Sheets. Haben wir nicht vorhin Iron Sheets gemacht oder haben wir festgestellt, wir machen es doch nicht. Muss man wirklich sagen, was ist nun mit euch nicht in Ordnung, ey? Naja, sei es drum. Urheberrecht ist Urheberrecht, das ist sein Material. Ja, da hat einer irgendwo auf der Lok gesessen und hat ein Video gedreht. Ist das denn sein Material? Nee. Also ganz ehrlich, das gehört ja eigentlich der Bahn, weil er hat das ja von der Lok aus gefilmt. Also egal, wir reden da nicht weiter drüber. Ihr habt's, lest es mal. Andreas, wie heißt der Mann? Wartet mal, ich guck mal, wie er heißt. Ich guck mal, ich habe mir das vorhin aufgeschrieben. Nicht Andreas, Thomas heißt er. Thomas Stecker. Stecker wie der Stecker in der Steckdose. Thomas Stecker. Müsst ihr mal suchen, Thomas Stecker, YouTube-Anwalt. Gibt es auch eine Fundraising-Aktion, um den Herrn zu unterstützen. Schon krank. Schon wirklich krank. So, Kopper, Gold. Wir haben nicht mehr viel Kopper auf jeden Fall.
Das stimmt nicht, da ist noch was drin. Wir müssen jetzt auch mal irgendwann mit Heavy Cables dann überlegen uns was, weil wir können natürlich hier jetzt noch aufteilen und können die Batterie dann auch noch darüber aufladen. Das müsste auch noch gehen. Da müssen wir jetzt zwar so einen komischen Schweinebogen machen, aber das müsste auch noch gehen. Wir haben ja noch nicht so viel Energie da hinten, dass wir da jetzt so dicke Kabel bräuchten oder so, das haben wir ja noch nicht. Also von daher stand hier nicht irgendein Gerät, habe ich das schon wieder weggebaut? Boah, hat er aber gebraucht hier, wa? Meine Fresse, hat er 2 Stunden gebraucht hier für die paar Liter hier oder was? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. 1000 Mol haben wir jetzt da drin in dem Gerät. Gut. Reicht. Ein sonst gerade, die Klima scheint zu funktionieren. Jetzt verbrennen wir natürlich hier weiter unser Kupfer, aber das ist nicht schlimm. Da wäre natürlich jetzt bei sowas auch wieder die Überlegung, und das erzähle ich in jedem Let's Play, dass man jetzt mal hier einen Stacker dran baut, ne? Ja, ich glaube, das erzähle ich bei jedem Let's Play, erzähle ich das. Achso, jetzt haben wir es ausgemacht. So rum. Lief die ganze Zeit mit Helm auf, ja. Okay, so, jetzt müssen wir hier mal gucken. Hier haben wir jetzt so einen Schweinebogen gemacht, das ist ja nicht schlimm. Den Heißgas, da brauchen wir nachher auf jeden Fall Daten drüber. Die müssen wir nämlich dann steuern. Den Tank, ja, das können wir alles schon machen, das geht schon. So, dann komm mal her hier, du komisches Ding. Und du gehst jetzt mal nach da. So. So, jetzt die Frage, wir machen die Batterie hier in eine Ecke hin. Ja, hier machen wir die hin. Ja. So, sehr schön. So, jetzt hier Welding Torch. Ah, Welding Torch hat übrigens auch eine halbleere Batterie, ne? Screwdriver. Haben wir. So, jetzt legen wir uns hier noch ein paar Leitungen hin, damit wir das Ding hier ist natürlich jetzt hier in der Luft gelegt, aber da werden wir ja nachher auf jeden Fall noch hier werden wir ja noch Fußboden machen, aber er will da nicht ran. Dieser blöde Kasten hier, hau doch mal ab, ey. Wie gesagt, da machen wir jetzt zwar einen Schweinebogen, also ja, Hauptsache ist irgendwas dran. Nein. Nein. Ah ja, wir können ja nach unten, genau. Können wir ja. So, damit müsste die jetzt dann auch geladen werden, wenn denn irgendwann mal Sonne da ist. Ne, weil das ist ja die Solarleitung hier, genau. Da ist auch noch nichts durchgefackelt. Warum sollte es auch? Es ist ja noch nicht genug Power da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also wir könnten locker noch 2 oder 3 dazu packen. Also 9 müssten eigentlich gehen. So, wollen wir jetzt hier mal gucken, ob das auch wirklich angeschlossen ist hier. Ja, es ist. Sehr schön. Okay, dann wird die auch geladen und dann haben wir dann hier später auch Energie. So, und dann können wir nämlich von hier aus dann weitergehen. Jawohl, das ist eine dumme Idee. Jawohl, wir gehen ja dahin mit der Furnace oder hier irgendwo hin, ne?
Oder wir stellen sie ja mitten in den Raum, ist mir auch egal. Ja, guck mal, da kommt doch schon Energie rein. So. So, und dadurch, dass wir jetzt eine Batterie haben, sind wir ja jetzt auch aus dem Bereich raus. Das war, wir haben es dann getrennt sozusagen, genau. So. Genau. So, das heißt, wir könnten theoretisch jetzt schon filtern. Oh, warte mal, das ist ja blöd, was ich hier gebaut habe. Haha, gut, dass ich da nochmal hingeguckt habe. Das ist blöd hier, weil jetzt würden wir ja das ganze Zeug außer Sauerstoff würden wir jetzt wasten. Und dann wäre unser ganzes CO2 weg. Mal gut, dass ich hier nochmal hingeguckt habe. Okay, ach so, warte mal, das geht ja so auch nicht. Wir müssen das wieder reinfügen, reinbringen. Ja, ja, genau. Ja, das können wir ja machen. Ach, das geht wieder nur von innen. Flanskin, euch geht's gut, Ski. Guckste. Na denn, oh, warte, ich wollte hier nochmal schnell Dings gucken. Ja. Haben sie schon Sauerstoff? Oh, 5%, da müssen wir schon noch machen können. Können wir noch nicht? Dann waren es mehr als 5%, okay. Oh, 5% sind wir schon drin. Na, siehst du, das ist doch supi. Machen wir mal Licht aus. Okay. Dann, geht's weiter. Wir brauchen Rohre. Brauchen wir Rohre? Ja, wir brauchen Rohre. So, warte mal. Hier haben wir denn unseren Dings. Dann haben wir hier unseren Heißgastank. Dann können wir hier die anderen Tanks hinbauen. Dann kann hier die Furnace auf der Ecke irgendwo stehen. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Theoretisch kann die ja auch hier angrenzen, die Furnace. Das ist ja nicht das Problem. Dann können wir hier nachher die Wände wegbauen. Und haben denn die Furnace schon gebaut? Genau, so können wir es machen. Sparen wir uns hier eine Wand. Obwohl, ah, das geht nicht. Die Wand brauchen wir. Dann stellen wir die Furnace halt hier hin. Oder hier hin. So, kann man hier so lang gehen und steht hier vor der Furnace. Ja, das geht auch. Und die anderen Tanks können wir alle nach hier hinten verlegen. Das ist ja alles kein Problem. Kriegen wir alles hin. Und den können wir ja auch, wir können ja den anderen Crusher auch direkt hier nebenstellen. Der muss ja nicht da diesen Abstand haben. Der kann ja auch direkt neben dem anderen stehen. Muss man sich halt nur merken, was man hier macht. So, okay, wir brauchen Rohre. Genau, da müssen wir jetzt mal Rohre holen. Alter, wie viele Rohre wir bauen müssen, ja, das ist... Pff, ich hab's gesagt. 1 Million Rohre. Jetzt rollert der ganze Scheiß da wieder raus. So, mit O. Jetzt wird natürlich die Batterie nicht mehr so voll, weil die Leistung teilt sich jetzt auf beide Batterien auf. Und die nimmt sich jetzt natürlich ordentlich Leistung da weg, weil die will sich jetzt erstmal voll laden. Aber das geht schon. Mehr als das, was von der Sonne kommt, haben wir nicht. Und die war immer blau, die war immer voll. Also kriegen wir die wahrscheinlich jetzt heute noch nicht voll, aber morgen wahrscheinlich dann. Weil morgen hat ja die da hinten immer noch dieselbe denselben Ladezustand, weil wir die ja kaum benutzen. Und dann wird das schon gehen. Achso, ich kann ja hier gleich mal hier noch meine Kartoffel aufessen. Was machst du denn? Nimm das doch mal darüber auf die andere Hand. So, hier ist meine Kartoffel, die andere, aber die hat schon ordentlich gelitten.
Ach so, siehst du, ich wollte ja die, die ich im Anzug habe. Ach so, die ist voll. Alles klar. Hab nichts gesagt. So reicht. So. Achso, nee, die wollen wir ja noch voll machen. Damit wollen wir ja noch fliegen. Genau. So, ich wollte jetzt aber hier nochmal gucken. Pff, geil. Minus 10 Grad, da passiert ja gar nichts, ey. 139, okay. Das heißt, das können wir hier wieder dran bauen. So, haben wir noch einen zweiten? Achso, ja, waren zwei, ne? Genau. Gut, dann kann der jetzt erstmal seine Temperatur loswerden. Das dürfen wir nicht vergessen. So, was haben wir jetzt gesagt? Was wollten wir mit den Rohren machen? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, ja. Oh, kannst du mal das Tablet wegpacken? Muss man natürlich nicht so lang machen, ne? Ist ja klar. Muss man nicht. Aber wir machen es so lang. So, dann haben wir da jetzt den Backpressure-Regulator. Der Scheiß geht wieder zurück. Der geht hier ins Rohr. Das ist Eingang, ne? Genau, Eingang. Und Ausgang geht zum Tank. Genau, so machen wir es. Okay, dann machen wir den mal an hier. Und dann gucken wir mal, ob der irgendwas filtert. Ja, der filtert was. Sehr schön. So, gucken wir mal hier rein. Jawohl, geht los. Geht los. Sehr schön. Und hier pustet er den Dreck wieder zurück. Sehr schön. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so viel, ja. Da ist jetzt nicht viel drin, aber das ist egal. Er rödelt jetzt hier erstmal und dann ist gut. Ja, obwohl, dann können wir den Backpressure-Regulator eigentlich weglassen. Ja, obwohl, je nachdem, was der denn hier so treibt, ja. Ach nee, können wir nicht. Ha, können wir nicht. Also wenn, dann nur ein One-Way-Ventil oder irgendwas, weil der darf ja hier, wenn jetzt hier nachher der Sauerstoff verschiebt, seinen Sauerstoff reinschiebt, darf der ja nicht hier zurücklaufen. Nee, so können wir doch das machen. So, der macht doch hier seinen Scheiß hier. Der macht doch hier. Das ist alles gut. Jo. Kommt jetzt halt immer so ein Tick an. 5,31. So viel Sauerstoff machen die ja eh nicht. Also lass den mal hier rödeln. Ist doch egal, Energie ist ja da. Wenn nicht, stellen wir noch ein Solarpanel auf. So. Das haben wir. So. Theoretisch könnten wir auch die kleine Furnace hier erstmal hinstellen und die mit Heißgas betreiben. Das könnten wir auf jeden Fall auch machen. Wäre auch möglich. Was haben wir hier? 581 sind noch drin. 6000 Mol haben wir hier. Ja, ist alles gut. Ist alles super. Alles ist super. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Bauen wir jetzt den Sauerstoffkram da ab und bauen ihn hier draußen wieder auf? Das ist eigentlich blöd, weil, obwohl, na, weil da noch so viel Sauerstoff drin ist, ja. Theoretisch müssten wir jetzt hier ein Rohr rüberlegen. Hier rüber, daran. Und müssten das absaugen. Den Sauerstoff. Weil hier können wir ja nachher auch so eine Beladestelle bauen. Die kann ja so nach oben stehen, da kann man dann seine Sauerstoffpulle drin laden. Das geht ja. Dazu brauchen wir ja nicht irgendwas Spezielles.
Dann müssen wir jetzt mal eben unseren Sauerstofftank voll machen und dann machen wir das, weil dann ist doch das okay. 10 Mol, guck mal. 10 Mol Sauerstoff sind da schon drin. 10 Mol sind 10 Mol. Sind 3 Atemzüge. Ja. Das heißt gut. Lass jucken, das Ding. Okay, wir bauen den Scheiß ab da drinnen. Warte, wir können ja die 3 Rohre hier noch verbauen. Voraus ist jetzt nicht, wie es, wo ich die verbauen würde. Nee, das macht keinen Sinn. Wir können sie aber hier hinlegen. So. Okay. Können wir noch unsere Öle Kartoffel aufessen und dann noch die Kohle in den Schrank stecken. Klingt so, als würden wir Geld haben, aber nein, das ist nicht so. Brauchen wir hieraus noch irgendwas? Nö, nicht, dass ich wüsste. Nee, brauchen wir nicht. So, ja, okay, den Tank könnten wir ja theoretisch da drüben auch leer pumpen. Das würden wir hinkriegen. Ja, wir können ja mal probieren, ob das geht. So, der ist abgekoppelt. Auf den müssen wir jetzt aber aufpassen. Der ist wie eine Bombe. Der Tank ist wie eine Bombe jetzt. Der ist randvoll, sozusagen. So, wenn wir jetzt hier unsere Granate drin packen. Und die jetzt mal füllen lassen. Was füllt denn der da rein? Die Frage ist, macht der das Ding hier leer? Der macht das leer. Oh, wie viel hat er schon reingefüllt? 3,2 ist okay. Der macht das leer. Genau, hat er leer gemacht. Sehr schön. Okay, zick, haben wir. So, jetzt futtern wir noch unsere Kartoffel auf hier. Ah, hat nicht geklappt. So, den Tracker können wir hier mal in den Schrank schmeißen. Den brauchen wir nicht. Mein Tablet packe ich mal dahin. Den Schraubenschlüssel dahin. Ah, ja, und da füllt das auch schon wieder alle. Huhu, huhu, huhu. Ah, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht den Tank anstupsen. Bitte nicht. Bitte nicht. So, okay. Was? Ach, Wrench, ey, ich könnte brechen. So, ja, du kannst ja ausgehen, ich brauche mal doch nicht mehr. Ja, das brauchen wir nicht hier. Nein. So. Jetzt brauchen wir wieder ein anderes Werkzeug. Oh, ey. Was denn jetzt? Oh, Batterie alle. Das können wir draußen nicht aufbauen, weil der Tankkonnektor ist nicht isoliert, ne? Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Müssen wir. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen zweiten Tankkonnektor, ne? Und wenn wir jetzt den Scheiß, der da drin ist. Das sind 2,48 Kilomol. Wie viel passen hier drin? 2 Kilomol. Na, ist ja super. Dann machen wir das so. Eine Pumpe haben wir. Ah ne, das ist ein Pressure-Regulator. Wir brauchen eine Pumpe, eine Volumenpumpe. Turbopumpe.
Was braucht man dafür? Elektrum und Gold. Aber Gold haben wir nicht mehr, ne? War doch, haben wir noch. Brauchen wir doch ja sowieso die Turbopumpen, also können wir doch die jetzt schon mal bauen. Zumindest eine. Yes. So, jetzt brauchen wir noch ein... Naja, den Tankkonnektor können wir mal hin und her bauen. Da brauchen wir jetzt nicht noch einen zweiten bauen. Aber der ist nicht isoliert, ne? Ah, der ist nicht isoliert. Da müssen wir uns beeilen. Dann müssen wir alles vorbereiten. Dann müssen wir den schnell rüberbringen. Ach, können wir mal den da wegnehmen? Der ist genau da, wo ich hochgehen will. Pass auf. Dann machen wir jetzt mal hier Trick 17. Hier noch ein Stück Rohr. Und den Tankkonnektor. Welche Seite des Gas? Die Seite des Gas. Genau. So. Jetzt gehen wir schnell rein, holen schnell den Bottich und dann füllen wir das darin. Das wird lustig mit dem jetzt hier durch die Schleuse. Ja, hoffentlich platzt der nicht, ey. Scheiße, die hörst du nicht. Ob die irgendwas macht. So ein bisschen beeilen, damit das nicht kalt wird hier. Oh, da ist jetzt auch noch N drin. Was soll denn die Scheiße? Ah, da müssen wir das noch rausfiltern. Ist egal. Kriegen wir hin. Ja, das wird schon, das wird schon. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.